Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Carmechanic Simulator 2015. Hier sind wir wieder. Ja, wir haben hier noch Patienten stehen, immer nicht ganz fertig geworden sind. So, aber wir müssten eigentlich alle Teile momentan haben. Zusammenbaumodus, so hier. So. Jawohl. Allerdings möchte ich da gern noch mal kurz in O reingucken. Lagerbuchse, kleine Lagerbuchse. Ah, fehlt doch noch hier. Okay. Warte mal, die kann man doch gleich mal markieren. So. Die kleine ist da unten. Ja, das ist. Ach man, nö, ernsthaft. Da muss ich jetzt das noch mal komplett abbauen hier. So. Und die andere ist vorne, okay. Da habe ich, da waren es doch fünf oder vier. Haben wir noch eine kleine? Nein, haben wir nicht. So, eine kleine und noch eine große Buchse. Lager. Klein und groß. So, da ist sie fällig. Ja, das Feature ist eigentlich auch ganz praktisch, dass man das sich dann anzeigen lassen kann, das Teil. Zusammenbau. Jawohl. Und dahinter muss ich jetzt kommen. Ja, am besten rausgehen, hinterlaufen und wieder rein hier in die Sache. Zusammenbau. So, hä? Ach, nee, das zeigt ihr noch an. Obwohl ich die schon gewechselt habe. Das ist halt so, bis ich den Stern wieder weg mache. So. Und Räder drauf. Und dann müssen wir noch den Anlasser ranbauen. Und dann sind wir fix und fertig hier. So. Komm. Lalala. Rein mit euch. So, weg mit dir. Wo ist jetzt der Knopf wieder auf der Fallenseite? Natürlich immer wie das ist typisch bei mir. So, Anlasser noch. So, Anbau. Rein mit dir. Alles fix und fertig. Ja, und noch lackieren. Okay. M. Nee, raus. Erstmal M. Farbgeschäft. So. Einmal in, ja, komisches dunkelblau lackieren. Jawohl. Zisch, zisch. Und zurück zur Werkstatt. Einmal für 500 Euro in der Lackierung. So, oh. Alles fertig, jawohl. Perfekte Bonus hier. Abschließen. So, und dann nochmal kurz Reparatur. Ach, das ist aber wenig. Wenig. Ja, 67 schon besser. 64, das geht noch mehr. Komm. Ne, 74 ist auch nicht viel. 100, yes. Ach, kaputt. Da haben wir Glück gehabt, aber dann pam. Querlenker. Ah. Komm. Wer nicht riskiert, der nicht gewinnt oder so heißt es manchmal. Jetzt können wir da aufräumen. Verkaufe Schrott. Lalalala. Das Radnabenlager. Hier haben wir beide, aber ja. Brauche erstmal ein Auto, wo 70%ige Teile benötigt werden. Weg damit. Warum hebt es eigentlich auf? Das ist eigentlich auch Schrott. Genauso wie das hier. Alles, was ich nicht reparieren kann, ist eigentlich Schrott bei mir, würde ich mal sagen. Wer will schon 11%ige Teile oder hier so 30% oder sowas hier? Also ich nicht. So, okay. Finito. Computer. Nö, nicht Computer. Telefon. Da haben wir wieder ein Panda. Was hat der für Probleme? Probleme. Schwere Bremsleistung. Auto ist laut. Das ist ein kleiner Pillepalle-Auftrag, den kann man so nebenher auch wieder machen, ne?
Nochmal ein Panther. Und ein Benz mal wieder. Naja, der ist. Da ist mehr zu tun. Na komm, wir nehmen den Panther hier mit auf. Bremsen, ja, die Bremsen sind halt in Ordnung, okay. Dann hauen wir den schnell auf den Diagnosepfad drauf, um die Bremsen mal durchzuchecken. Sehr einseitig. Rüttel die. Ja, Stoßdämpfer haben nichts. Sind ja eigentlich auch nicht angekreidet worden, aber das ist hier beim Test dabei. Auch gut. So. Gut, das müsste eigentlich schon fast alles sein, oder? Aus den Belägen, die tut es ja nicht testen. Auto ist laut, das ist der Auspuff wahrscheinlich. Wir hauen dich mal geschwind auf den Heber rauf. Und wenn wir mit dem Auspuff zu tun haben, mache ich meistens erstmal einen Cut-Test. Überprüfungsmodus, OBD-Scanner. 100% Don. So. Und? Ah ja, zweimal Cut. Okay. Seht ihr? Da haben wir das schon rausgefunden. Auto ist laut und der Rest, das können hier alle Teile hier noch sein. So, mal gucken. Ja, hier müssen wir eh, um an das Flammenrohr zu kommen, müssen wir eh die Krümmer abschrauben. So, und hier und hier und hier. So, okay. Den auch weg. Ah, der eine Krümmer war sogar beschädigt, habe ich gesehen. Das Flammrohr kann ich nur von unten nehmen. So. Dann mal hoch mit der Karre. So, nicht normaler Motor, sondern den Motor, Mittelschalldämpfer, Auspuffrohr. So, und Endschalldämpfer. Und den Cut weg. Das müssten eigentlich alle Teile gewesen sein, oder? Ne, die Flammenrohr noch. Halt. Das noch nicht. So, das war der Auspuff. Und da müssen wir eh wegschrauben, weil da sind die Bremsen nicht in Ordnung. Die Bremsklaue, jawohl, der Sattel ist nicht in Ordnung. Da haben wir aber welche, meine ich, vorrätig. Bremsbeläge sind gut. Wenn wir hier schon sind, dann können wir hier nochmal durchgucken. Ah, da ist es nur die Klaue, okay. Dann machen wir die gleich wieder hin. Die haben wir nämlich auf Vorrat repariert hier. So, das war's schon. Auf der Seite. So. Dann gucken wir mal hier. Jawohl. Überprüfung. Oh ja, da habe ich schon gesehen. Danke. Kann ich mal raus wieder? Ja. So. Zoomt er mich da so weit rein? So, Bremssattel. Die Beläge. Die sind unten, ja. Die haben wir nicht auf Vorrat. Die Bremsscheibe, ja, ist auch fällig. Die müsste ich auch nicht auf Vorrat haben. Und der Rest schaut gut aus. Da gucken wir natürlich auch noch das hier an. So. Eine Scheibe habe ich nicht zufällig da. Ne, innen belüftet. Okay.
Und hinten, wie schaut es hinten aus? Quatsch. Nichts zusammenbauen, überprüfen. Lass mal den Schenkel angucken und so. Ja, den Test haben wir nicht gemacht hier. Wir haben keine Probefahrt gemacht. Ah, da sehe ich die Klaue auf der einen Seite hier. Hier ist nichts. Oder? Da. Doch, da haben wir auch was. Die Bremsscheibe hier ist defekt. Zerlegen. So, da muss trotzdem die Klaue ab, das Sattel. Merkt ihr, das war nicht ganz in Ordnung. Der Belag muss auch runter, der ist auch hinüber, ja. Bremsscheibe, gut. Da können wir uns das hier auch noch angucken nebenbei. Wir haben aber nichts zum... Ne, wir haben keine Bremsscheibe da gerade, die müssen wir besorgen. So, zerlegen. Hier müssen wir auch noch ran. Sattel weg. Da ist nicht die Scheibe unten, so wie ich das sehe. Die Belege haben auch nichts mehr. Okay. Das übliche. Überprüfen wollte ich eigentlich nochmal. So und so. Na. Ja, jawohl. Okay. Dann eine inbelüftete und zwei normale. In. Eine innen und Brems. Zwei normale Bremsbeläge waren es auf jeden Fall zwei. So, mal gucken. Ne, drei sogar. Okay. Dann kaufen wir noch einen. Und dann geht es an Auspuff ran, Abgasanlagen. I. Das ist ein V8, okay. Zweimal der Cut. Zweimal der Cut, Flammenrohr, Endschall. Eins. Zwei. Ist er denn? Endschall V8. Ja. Flammrohr V8. Und ein Krümmer. Abgaskrümmer V8. Ne, der ist es auf gar keinen Fall. Das war der vom Aussehen her. Ja. So, das müsste es gewesen sein. Bauen wir die Karre wieder zusammen. Bremsscheibe drauf. Belege. Einmal Sattel drauf. Kriegt er jetzt einen Schlappen dran. Da können wir schon. Auspuffrohr. Ach, das habe ich noch vergessen. Okay, Moment, das haben wir gleich. Zweimal Auspuffrohr noch. So, Abgasanlage. Eins, zwei. Keine besonderen Sachen hier. Moment, das war... War es jetzt doch kein Endschalttopf? Naja, dann haben wir halt auf Vorrat. Ach, naja. Zusammenbaumodus. Ja, manchmal, wenn man halt nicht nachguckt, dann kauft man irgendwelche Sachen halt, da kommt die 90er drauf. So, weil das war hinten auf der einen Seite, wo wir jetzt hier sind. So. Ach, da doch. Ah, doch einer. Ah, Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, der hat ja zwei. Ne? Da kann man aber schon mal durcheinander kommen. So, Mittelschalldämpfer. Ach, den haben wir auch vergessen. Okay. Einmal Mittelschalldämpfer noch. Mittel. Wo ist der Mittel? Na nö. Hä? Kein Mittel?
Das ist doch aber Auspuffsystem. Was soll denn der Käse hier? Mittel? Nee. Ah, da unten. Komische Sortierungsweise hier. Naja. Echt jetzt. Wirklich sehr komische Sortierweise hier. So. Zweimal Cut. Flammröhrchen. Wie war es da? Ah ja, da fehlt es noch her. Dann machen wir es natürlich fertig. So. Bremssattel drauf. Und das Rad. So. Festschrauben. Gut festschrauben natürlich. Dann müssen wir nochmal runterlassen, weil das andere können wir nur von oben erreichen sozusagen. So. Zusammenbaumodus. Rein mit dir. So, und auf der Seite auch nochmal. Ja, zum Beispiel der Abgaskrimmer hat jetzt halt auch keine solchen Bleche dran hier nochmal, wie manche hier. So, und hier noch. Das müsste es gewesen sein. Klappe zu. Oh. Jawohl. Abschließen. So. Ja, perfekt. Ja, das war zwar nicht viel, aber ja, trotzdem. Es hat halt aufgehalten, ne? So, ja, der übliche Gang zur Reparaturbank. Das vergesse ich nur immer wieder. So, da hätten wir Sattel kaputt. Ah, da, den haben wir. Ja. Mehr gibt's nicht. Und aufräumen vom Inventar. Verkaufe Schrott. So, da müssen wir aber nochmal händisch nachgucken hier. Das hier ist auch Schrott für mich. Und der Auspuff sowieso. Wenn der durchgerostet ist, da kann man eh nichts mehr dran machen. Und die Dinger hier, ja, weg damit. So. Jawohl. Machen wir Lucky Lucky nach dem Auftrag. Was haben wir da? Royal Bianco. Aber jetzt nehmen wir erstmal wieder einen Mercedes hier. Annehmen. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. 560er SEC. So, da wäre das gute Stück in so einem Türkisgrün. Was haben wir denn Schönes? Ja, ein paar Teile haben wir schon vorgegeben. Ja, eine ganze Litanei hier. 6 Sachen hier. Lackieren, okay. Ja, lass mich raten, der Motor springt bestimmt nicht an. Ah, da haben wir sogar vorgegeben. Bremsensystem. Mal gucken, ob es geht. Ja, Motor kann ich starten. Okay. Das alte Problem und der hat auch keinen, soviel ich weiß, kein Dings da. Oh, das ist ja auch interessant hier, der Filter hier. Der müsste keinen Anschluss haben, ne? Ja. Druckprüfgerät, das können wir jetzt gleich mal hier machen. Fern vom Prüfstand, also ja, vom Hebegerät meine ich jetzt hier. Okay, 5 Kolben von 6 sind defekt. Dann können wir noch durchmessen. Das geht noch bei so einem alten Auto auch. Okay, die elektrischen Sachen sind in Ordnung. So, da kann ich jetzt noch ein bisschen durchgucken hier. Ja, alles kann man sich nicht angucken hier. Ah, der Lüfter ist defekt, aber den hätte es doch beim Messen anzeigen müssen, oder? Der Riemen ist nichts mehr. Ja, das kann nur die Zerlegung. Die Riemenscheibe, okay. Servolenkungskupplung, aber die müsste man doch auch messen können. Die Kabel zur Zerlegung. Naja gut, da bleibt uns nicht viel übrig, als das komplette Auto wieder zu zerlegen. Bremssystem, ja gut, warte mal. Aber die...
Ja, komm hier, ich schraube die mal kurz weg. 66 und die Pumpe. Okay. Wir zusammen. Ach, egal, jetzt habe ich da. Ach komm, wir bauen dem was Neues rein. Wollen wir nicht so sein. Es ist Service in unserer Werkstatt hier. So. Dann gehst du mal auf den rechten Heber. Einfach mal jetzt mal wieder rechts. So. Gut, Leute. Und wie man dann das Auto hier wieder in Gang bringt, das in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.